Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Beacon-Tutorial. Thema heute wird die Einrichtung des KNX-OPC-Servers sein. Voraussetzung dafür ist der KNX-OPC-Server, der mit der normalen Beacon-Installation auch mitkommt. Dieser muss auf dem Rechner installiert sein, auf dem wir heute arbeiten. Und außerdem brauchen Sie eine ESF-Datei. Die ESF-Datei beinhaltet die Gruppenadressen und Datenpunkte, die Sie dann später in Beacon importieren können. Außerdem sollte der Rechner im selben Netzwerk sein wie der KNX-Feldbus, damit auch eine erfolgreiche Datenkommunikation gewährleistet werden kann. Beginnen werden wir, indem wir den KNX-OPC-Server starten. Das geht entweder über das Startmenü oder, so wie ich das hier habe, über eine Verknüpfung auf dem Desktop. Und das sieht dann so aus. Der erste Schritt wird sein, eine ESF-Datei zu öffnen. Dies erfolgt über den Ordner oben links in der Ecke, wie im Video auch gezeigt. Und dieser öffnet das Auswahlfenster und hier können Sie sich auf den Festplatten Ihres Rechners navigieren, um so die ESF-Datei zu öffnen. Wenn Sie das dann alles gemacht haben, sieht es ungefähr so aus. Natürlich mit Ihren Gruppenadressen. Aber im Endeffekt ist es so, dass die ESF-Datei die Gruppenadressen und Datenpunkte enthält, die dann nachher über den KNX-OPC-Server kommuniziert werden können. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel die Gruppe Verschattung. Und die Datenpunkte Jalousie auf Ab, Jalousie Lamelle, Jalousie Position und so weiter. Und das war Schritt 1. Schritt 2 wäre, die Schnittstelle zu konfigurieren. Die Schnittstelle, das heißt die Methode, wie der KNX-Feldbus mit dem OPC-Server kommunizieren kann. In unserem Fall wäre das IP-Routing zum Beispiel. Um die Schnittstelle zu konfigurieren, gehen wir oben links in der Leiste auf Einstellungen und auf Schnittstelle. Und dann sollte sich dieses kleine Fenster hier öffnen, der ATS Connection Manager. Und jetzt kann ich hier oben rechts der Verbindung einen Namen geben. Ich nenne die einfach mal IP Routing. Und unten drunter kann ich den Typ auswählen. Sie sehen, das sind die möglichen Schnittstelltypen, die möglich sind. Und wie gesagt, in unserem Fall ist es dann eben dieses IP Routing. Danach müssen Sie einen kurzen Moment warten. Es gibt noch einen kleinen Ladevorgang. Und im unteren Bereich, unter Kommunikationsparameter, öffnet sich dieser Teil. Ich kann jetzt hier einen Netzwerkadapter auswählen, über den kommuniziert werden soll. Und an der kleinen 1, ganz links vor Intel Centrino, sehe ich, dass über diese Schnittstelle, über diesen Netzwerkadapter ein Feldbus erreicht werden kann. Also wähle ich diese aus. Danach bestätige ich das Ganze mit OK. Und dann haben wir grundsätzlich eine aktive Wertekommunikation mit dem KNX-Feldbus. Ich demonstriere das auch einmal kurz. Die Werte sollten jetzt auch gleich kommen. Das sieht man dann in der Spalte Wert im rechten Bereich des OPC-Servers. Genau, da kommen sie. Außerdem habe ich die Möglichkeit zu sagen, dass ich einen Datenpunkt auslese oder eben auch eine Gruppe. Um eine Gruppe auszulesen, gehe ich dann zum Beispiel links in den Serverbaum, so nennt sich das, drücke Rechtsklick auf die Gruppe Beleuchtung beispielsweise und sage Gruppe lesen. Danach werden einmal alle Datenpunkte ausgelesen, die auslesbar sind und werden auch so dargestellt. Auch mit der Qualität und mit dem aktuellen Zeitstempel beispielsweise. Um zum Beispiel auch noch eine Kommunikation zu testen, kann man natürlich auch hingehen und einen Wert auf den Datenpunkt draufschreiben. Dazu gehe ich auf den Datenpunkt in die Spalte Wert und mache einen Rechtsklick in diese Spalte und dann kann ich sagen Wert schreiben. Dann öffnet sich dieses Fenster hier und ich kann zum Beispiel eine 0 draufschreiben. Dann sehen Sie, Lampe 1 Status ist auf False gewechselt, also aus. Und ich kann die Lampe natürlich auch wieder einschalten mit On 1 und der Wert wechselt auf True. Das war's mit dem heutigen Beacon Tutorial. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und falls noch Fragen oder Anmerkungen bestehen, dann melden Sie sich gerne bei uns in unserem Support. Die Kontaktdaten sind am Ende vom Video nochmal eingeblendet.